So, Mahlzeit. Der Golf hat Wasserverlust. Wischwasserverlust. Das Problem ist, ja, ich habe da immer irgendwie eine Lache unterm Fahrzeug. Ich habe jetzt extra mal gewartet, bis da jetzt nichts mehr raustropft. Und wir werden jetzt einfach mal, ja, eine Diagnose erstellen, gucken, wo es herkommt. Also, wie gesagt, vermutlich der Wischwasserbehälter, eventuell über die Pumpe, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wir schauen einfach mal, füllen ein bisschen Wasser auf und gucken, wo es dann im Endeffekt rausläuft. Und ja, werden versuchen, das mal zu reparieren. Ja, wir füllen jetzt einfach mal ein bisschen Wasser auf und schauen mal, wo es dann im Endeffekt rausläuft. So, gucken wir mal. Noch nichts, noch nichts. Ich denke mal, wir füllen einfach noch ein bisschen mehr auf. So, noch ein bisschen mehr Wasser. Ja, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja, ich sehe jetzt auch hier um den Behälter nicht, dass da irgendwas rauslaufen würde. Gucken, auf dem Boden ist bis jetzt auch noch nichts. Ich würde sagen, wir warten einfach mal ein bisschen ab. So, leider tut sich da immer noch nichts. Ich würde sagen, wir betätigen einfach mal die Scheibenwischer und gucken mal, ob da was passiert. Ich mache dafür erstmal die Klappe wieder ein bisschen zu. So, Klappe wieder auf. Und da tut sich nichts. Unterm Auto. Ja, auch noch nicht wirklich. Ich denke mal, wir machen da noch ein bisschen mehr Wasser rein. So, wir haben jetzt Wasser. Ja, ich würde sagen über ein Drittel. Das heißt, ja, höher als, also der Wasserstand ist jetzt auf jeden Fall höher als die Pumpe. Ja, wir haben jetzt genug Wasserdruck eigentlich, dass er, wenn er jetzt irgendwo rausläuft, jetzt auch rauslaufen müsste. Ja, nochmal warten. So, und es geht los. Hier sehen wir, dass es runtertropft. Also es tropft tatsächlich runter. Das ist jetzt wirklich nicht. Also das ist jetzt wirklich nicht von der Aktion mit dem Scheibenwischer, weil es läuft jetzt von innen runter. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas sehen. Jetzt so auf Anhieb kann man da jetzt nichts erkennen. Ja, an der Pumpe ist auch alles soweit trocken. Schläuche hier, das ist ein Schlauch, der ist auch trocken. Schauen wir uns das unten noch mal an. Da tropft es ja wieder. Also irgendwoher tropft es jetzt. Ja, irgendwoher tropft es jetzt. Vermutung war natürlich der Scheibenwischer. Also hier die Pumpe für den Scheibenwischer. Aber da ist auf jeden Fall alles trocken. Die Verschlauchung ist auch soweit in Ordnung. Ja. Was könnte noch sein? Aber der hat eine Scheinwerferreinigungsanlage. Vielleicht gucken wir uns die mal an, ob da vielleicht irgendwas undicht ist. So, hier haben wir die Scheinwerferreinigungsanlage. Und das ist dann der Deckel. Versuchen das mal, weil ich muss die Kamera mal ablegen und dann gucken wir uns das mal nochmal richtig an. So, hier ist der Deckel für die Scheinwerferreinigungsanlage. Man kann das ganze Ding hier auch hochziehen. Mal gucken, das ist alles ziemlich dreckig hier drunter. Okay, wenn ich hier dran ziehe und das immer so bewege, dann tropft es immer stärker. Und hier sieht man auch, hier bildet sich Schaum. Also das heißt, hier ist irgendwas undicht.
an dem Anschluss. Ja, ich würde mal vermuten, dass das Ding hier. Ah ja, jetzt sieht man auch, wenn ich jetzt hin und her mache, dann spuckt der auch Bläschen hier drin. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ich versuche das nochmal ein bisschen besser darzustellen. Also ich bin jetzt mit der Kamera nochmal näher dran gegangen. Ziehen wir nochmal raus hier. Und hier bildet sich so ein Schaum. Ich ziehe jetzt noch ein paar Mal hin und her. Ja, da bildet sich so ein bisschen Wasser in dem Bereich. Aber ich würde vermuten, dass da irgendwas undicht ist. Ja, ich denke mal, da ist irgendwie was an der Scheinwerferreinigungsanlage undicht. Ja, um da besser dran zu kommen, würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal die Stoßstange ab und schauen uns das dann nochmal genauer an. Ja, bevor wir uns an die Stoßstange begeben, werden wir jetzt erstmal die Deckel hier abnehmen auf beiden Seiten. Dafür ziehen wir das hier einfach mal raus, halten den mal hier so gegen und klipsen den Deckel einfach raus. Der ist hier in so Nasen eingeführt, links und rechts. Und dann lassen wir den wieder reinfallen hier. Zack. So, das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ziehen den hier raus. Ja, hier sieht man auch, der ist auch komplett trocken soweit. Und zack. Und lassen den wieder reinfallen. Denn die Sache ist die, wenn wir die Stoßstange abnehmen, sind die Dinger im Weg und wir wollen die halt nicht beschädigen. Deswegen bauen wir die halt vorher aus. Ja, hier hinter der Stoßstange befinden sich vier Schrauben. Die müssen wir als erstes einmal lösen. Dafür schlage ich jetzt erstmal das Lenkrad ein. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Schrauben. Torx 20, die drehen wir jetzt einfach mal raus. So, die beiden einmal hier rausnehmen noch. So, und das gleiche machen wir auf der Beifahrerseite. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann geht's weiter. Wir müssen den Grill jetzt erstmal ausbauen. Der ist an den Stellen hier geklipst. Das versuchen wir jetzt einmal hier einmal rauszudrücken. So. Andere Seite. Okay, beziehungsweise wir drücken einmal hier rein. So, und dann haben wir den Grill schon raus. So. Den können wir jetzt erstmal so hängen lassen, das ist alles halb so wild. Und dann müssen wir die Schraube, sowie auf der anderen Seite die beiden Schrauben einmal lösen. So, dafür nehmen wir uns erstmal einen 30er Torx und fangen hier oben an. Dann die hier unten. Und das gleiche auf der anderen Seite. So, dann wären wir damit jetzt auch durch. So, dann geht's weiter. Wir müssen noch die beiden Blenden in der Stoßstange abbauen, weil dahinter befindet sich auch noch jeweils eine Schraube links und eine Schraube auf der anderen Seite rechts halt, ne? So, dafür gehen wir jetzt einfach mal mit so einem Kunststoffkeil hier zwischen Stoßstange und Gitter und klipsen das dann einfach raus. So, schon raus. Also das sind die beiden Nasen hier, wo das drin hängt. Und hier drunter befindet sich schon die Schraube. Ich versuche euch das mal zu zeigen. So, und die Schraube hier müssen wir auch rausdrehen. Ist auch ebenfalls eine Torx. Eigentlich ist ziemlich festgerostet, geht recht schwer raus, aber das sollte ja kein Problem sein. So. So, und das gleiche natürlich noch mal auf der anderen Seite. Und auch hier drehen wir die Schraube einfach raus. So, auch raus. Ja, jetzt haben wir alle Schrauben gelöst. Jetzt müssen wir einmal links und rechts an den Kotflügeln kurz ziehen und dann fällt uns die Stoßstange eigentlich schon entgegen.
habe jetzt die Schraube hier in der Mitte vergessen. Ich wundere mich schon, warum das nicht abgeht hier. Klar, die muss natürlich auch noch raus. So, jetzt geht die Stoßstange aber ab. So, jetzt haben wir den freien Blick auf den Wischer für die Scheinwerfer. Und wenn ich hier dran ziehe, oh, das zeige ich euch mal. Wenn ich da dran ziehe, dann tropft es richtig hier runter, zuppt da richtig runter. So, ich glaube, Fehler gefunden. Ja, ich würde sagen, ich baue den jetzt erstmal aus und dann schauen wir uns mal an, was da dran defekt ist. Ja, für den Ausbau müssen wir nur die Schraube und die Schraube hier lösen. Das sind auch 25er Torx. Und dann können wir das Teil hier einfach nach oben hinweg ziehen. So, jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier dran ziehe. Ich zeige euch das mal ein bisschen von weiter weg. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, ja, das ist überall ein bisschen undicht. Ich würde sagen, wir lösen hier einmal die Klammer und dann zerlegen wir das Teil mal. Ja, die Klammer, die müssen wir hier nur so rausziehen. Das ist nur geklipst, so. Und dann können wir das Ding schon hier rausziehen. So, jetzt läuft es natürlich raus. Ist ein bisschen suboptimal. Ich versuche das mal irgendwie so. Ja. Wenn es natürlich höher liegt als der Wischbehälter, dann läuft es natürlich nicht raus. Ne? Wasserniveau halt. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier das Vorderteil ab. Dafür müssen wir das hier einmal hochklipsen, damit wir die ganzen Düsen hier rausbekommen. Das Problem ist natürlich, dass das Teil hier immer wieder reinrutscht. Ich versuche das jetzt irgendwie mal hier festzuhalten. Nee. Ja, schwierig, schwierig. So, so vielleicht. Und dann hier einmal. Hoppa! Ja, da ist er schon. Ist er rausgekommen. Ja, was wir machen werden ist, hier ist ein Dichtring drauf. Den werden wir auf jeden Fall auch erneuern. So, den Dichtring ziehen wir hier einmal schon mal ab. So, zack. Und dann gucke ich mal, ob ich was Passendes dafür finde. So, ich habe einen schönen Dichtring gefunden. Den ziehen wir jetzt einfach mal hier drüber. So, und dann ist er auch wieder drauf. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Legen wir den erstmal zur Seite. So, und ich würde sagen, den Dichtring tauschen wir auch direkt mal aus, wenn wir das schon mal dran sind. So, und dann tun wir mal einen anderen wieder hier drauf. So. Ja, und dann versuchen wir den jetzt einfach wieder zusammenzubauen, indem wir den jetzt hier wieder so reinschieben und durchschieben. So, drin. Ja, der ist wieder drin. Und jetzt können wir das ganze Gerät wieder einbauen und hoffen, dass der jetzt dicht ist. So, dann nehmen wir jetzt den Schlauch wieder und stecken den hier wieder schön drauf. Zack. Den Clips hier unten wieder reinschieben. So. Und jetzt müssen wir den Motor hier einmal wieder reinhängen. So, dann schauen wir mal, ob der dicht ist. Ja, kommt jetzt erstmal nichts raus. Wir testen einmal die Scheinwerferreinigungsanlage und dann bauen wir alles wieder zusammen. Ja, super, es tropft nichts mehr. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die Stoßstange wieder dran und dann sehen wir uns gleich.
So, die Schrauben hier wieder rein. Eins, und hier die zweite. Die dritte hier in der Mitte. So, auf der Seite die vierte rein. Und dann natürlich auch hier wieder unter dem Gitter und auf der anderen Seite. Und dann natürlich die Torx-Schraube in den Abhausschalen. Und dann klipsen wir den Grill hier wieder ein. Der muss einmal hier links und rechts in die Führung unten rein. Hier in der Mitte natürlich auch in die Führung. So. Zack. So, und dann müssen natürlich die Kappen hier auch wieder drauf. Muss ich mal gucken. Okay, das ist die falsche. Nehmen wir die hier. Ne, so muss die drauf. Dafür müssen wir jetzt das Ding hier wieder rausziehen. Und die einmal hier wieder einhängen. So, dann lassen wir den auch hier wieder reinfallen. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. So, wieder rausziehen. Und hier einmal wieder, falsch rum. Und hier einmal wieder einhängen. Und fertig. So, und dann klipsen wir halt noch die Gitter hier wieder rein. So, und das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Ja, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eine recht simple Reparatur. Manchmal sind die Dinger natürlich auch irgendwie noch komplett beschädigt, dass sie irgendwie einen Riss haben. Oft passiert das einfach im Winter, wenn man zu wenig Frostschutz in seinem Scheibenwischbehälter hat, dass die Motoren und die Hubzylinder dann einfach... ja, wenn es gefriert, platzen und dann sind die natürlich komplett defekt, dann bringt es auch nicht irgendwie einen Dichtring auszutauschen, sondern dann muss der Hubzylinder oder so ein Motor halt komplett ausgetauscht werden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!